Moin Leute und willkommen zur nächsten Streckenvorstellung des F1 2018 Kalenders. Heute haben wir die 9. Runde. Es geht nach Österreich, genauer gesagt zum Red Bull Ring, nach Spielberg. Ja, letzte Woche war ja der Frankreich Grand Prix stattgefunden in Le Castellet. Und da war es natürlich schwierig, da konnte ich keine Streckenvorstellung machen, weil in F1 2017 gibt es natürlich die Strecke noch nicht. Und Assetto Corsa habe ich nur auf der PS4 und da gibt es die Strecke auch nicht, also das war leider nicht möglich. Aber dafür haben wir diese Woche und nächste Woche ja wieder in Silverstone dann. Aber jetzt haben wir erstmal den Red Bull Ring. Ich würde sagen, wir hatten zwar schon Red Bull diese Saison, deswegen setzen wir uns doch einfach in Toro Rosso. Den hatten wir nämlich noch nicht. Und ist ja auch Red Bull drauf. Also juckt es halt keine Sau. Naja, los geht's mit der Runde. So, da sind wir im schönen Österreich, aber wir haben kaum Zeit für Komplimente, denn es geht jetzt direkt los in die letzte Kurve. Immer sehr tricky, hier ein bisschen auf den Curb hinaustragen lassen, so ein bisschen den Speed mitnehmen. Der S-Curve für uns geht auf die Startzielgerade und die Runde geht los. So, jetzt konzentrieren, jetzt geht's in die erste Kurve runterbremsen. Ein bisschen Curb hier außen mitnehmen, nicht auf das gelbe Teil rauf, weil sonst hebelt das Auto aus. Und ja, jetzt geht's den Berg hier hinauf. Sieht nice aus mit den Bäumen im Hintergrund, jetzt hier zwischen 100 und 50 Metern, ungefähr 80 Metern bremsen. Runter in den zweiten Gang, vorsichtig beim Rausbeschleunigen, da es bergauf geht, macht das Auto gerne mal einen Abgang. So, jetzt die nächste lange Gerade, viele lange Geraden auf jeden Fall auf dieser Strecke. Nochmal der ist geöffnet. Jetzt runterbremsen wieder zwischen 100 und 50 Metern. Ja, hier so ein bisschen auf dem Curb, ist in Ordnung. Klar, jetzt kommen aber schwierige Kurven, weil die sind relativ schnell. Hier, ja, perfekt getroffen. Raus auf den Curb, immer auf den Curb. Diese Strecke lässt es auf jeden Fall zu. Hier wieder und hier auch. Also viel Curb nehmen, aber es nicht übertreiben, Leute. Weil diese gelben Teile da, die sind sowas von Killer. So, jetzt geht es schon wieder in die letzten beiden schnellen Kurven. Curb nehmen, Curb nehmen. Und noch einmal schön weit über den Curb und nochmal. Also, die Devise auf dieser Strecke ist, oft Curb nehmen und viel Curb nehmen. Es nicht übertreiben. Wir haben nochmal eben DRS geöffnet, das letzte Mal, und das war die Runde und das ist eine 1-8-0. Ja, da bin ich gar nicht so schnell hinterhergekommen, weil das ist von der Zeit her die kürzeste Strecke des Kalenders. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die 1-3er-Zeiten im Real Life schaffen. Also, mit dem Spiel ist es leider nicht möglich, irgendwie in die Nähe von den echten Zeiten zu kommen. Da kannst du fahren, wie du willst, da kannst du fahren wie so ein junger Gott, das ist so unglaublich schwierig. Aber vielleicht kriegt Comas seinen F1 2018 hin. Das war's auf jeden Fall mit der Streckenvorstellung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Man sieht sich in Silverstone wieder. Haut rein, Leute, und ciao.